werdet in 5 Sekunden eine Königin mit unseren Beauty-Hacks. Sieht die Haut unter euren Augen müde aus? Augenklappen mit Minze werden da helfen. Fügt 4 Löffel warmes Wasser zu einem Löffel Gelatine hinzu. Und stellt es für 20 Sekunden in die Mikrowelle. Fügt ein paar Tropfen ätherisches Minzöl hinzu. Und gießt es in eine Silikonform. Lasst es dann aushärten. Und legt 2 Minzblätter darauf. Bedeckt sie mit einer weiteren Schicht aufgelöster Gelatine. Wenn das Gelee fest ist, nehmen wir das Stück aus der Form. Und schneiden Augenklappen nach einer Vorlage aus. Legt die Pads in einen Behälter. Und legt die Pads unter die Augen. Genießt die frische Entspannung. Ich liebe knalliges Make-up. Und Jessica hat einen wunderschönen, farbenfrohen Cat-Eye-Look. Wie hast du das gemacht? Das ist mein farbiger Eyeliner. Gib farbige Lidschatten in einen Kontaktlinsenbehälter. Und fügt etwas Grundierung hinzu. Mischt es gut. Und fügt einen Tropfen Gesichtscreme hinzu. Rührt es um und drückt es mit einem Wattestäbchen an. Tragt das Produkt auf einen Pinsel auf und zeichnet dann einen Cat-Eye-Look. Ihr werdet euch so bunt fühlen. Eine Wimpernzange könnt ihr auch für eure Nägel benutzen. Es ist super einfach, es für eine French-Maniküre zu verwenden. Drückt die Wimpernzange auf den Nagel, so dass der Nagelrand frei ist. Bemalt den Bogen vorsichtig mit weißem Nagellack. Wow, das ging ja schnell! Aber ich kenne noch einen anderen Trick, um sehr schnell eine Maniküre zu machen. Tragt weißen Nagellack auf die Seite der Handfläche auf. Bewegt es vorsichtig entlang des Nagelrandes. Es hinterlässt einen sauberen Streifen. Wow, was für Ergebnisse! Ich möchte auch ein schnelles und helles Nageldesign. Gut. Ich habe zufällig eine zusätzliche Palette an meinem Finger. Trag Tropfen verschiedener Nagellacke auf einen Ringrohling auf. Und verwendet es als Palette. Malt mit einem dünnen Nageldesignpinsel. Rosi ist eine wahre Nagelkünstlerin. Warte, was ist mit meiner Nagelhaut passiert? Die Nagelhaut ist so trocken. Etwas Nagelhautöl kann da helfen. Gebt getrocknete Blumen mit einem Pinsel in ein spezielles Fläschchen. Und fügt Traumkernöl hinzu. Fügt auch ein paar Tropfen Lavendelöl hinzu. Ich trage das Blütenöl auf meine Nagelhaut auf. Und lasse es einwirken. Wow, das ist super praktisch. Nerven wieder die Augenbrauen? Mein Do-It-Yourself-Gel kann da helfen. Fügt 50 ml warmes Wasser zu einem halben Teelöffel Agar hinzu. Und verrührt es. Fügt auch 6 Tropfen Traumkernöl hinzu. Gießt es in ein sauberes Augenbrauengelfläschchen. Und setzt den Wischer ein. Setzt eine Kappe mit einer Bürste hinein. Wartet dann eine halbe Stunde, bis sich das Gel verdickt hat. Etwas Gel-Styling und eure schönen Augenbrauen sind zurück. Ach Mist, manchmal will es einfach nicht mit dem Eyeliner klappen. Verwandelt das Missgeschick einfach in kreatives Make-up. Malt eine gepunktete Linie über das Augenlid
bis zum Augenwinkel und fügt dann einen großen Punkt am inneren Augenwinkel hinzu. Verwandelt die Linien in kleine Dreiecke und verwendet für das andere Auge Orangetöne. Malt Flügel unter dem Unterlid und ein Dreieck in der Nähe des inneren Augenwinkels. Fügt schwarze Akzente hinzu. Wow, das ist erstaunlich! Niemand würde jemals vermuten, dass ich dieses Make-up eigentlich abwischen wollte. Jessica mag auch diesen geometrischen Look. Du bekommst auch einen tollen Look. Tauch deine Kappe in orangen-cremigen Lidschatten. Mach deinen Abdruck auf den äußeren Augenwinkel. Genial! Oje, mein zukünftiger Freund ruft an. Er will sich sofort mit mir treffen. Was soll ich machen? Wir helfen dir. Oh, sieh dir meine Zähne an. Ich muss sie sofort aufhellen. Püriert Erdbeeren im Mixer. Gießt es dann in einen Topf. Fügt Backpulver hinzu und verrührt es dann. Tragt die Erdbeermischung auf eine Zahnbürste auf und putzt euch die Zähne. Spült es dann mit Wasser aus. Jetzt ist dein Lächeln so strahlend. Unsere Make-up-Gurus nehmen die Sache selbst in die Hand. Hey, warum erwärmst du die Wimpernzange? Mach lieber meine Haare. Erhitzt eine Wimpernzange mit einem Föhn. Legt es auf eure Hand, um die Temperatur zu überprüfen, damit ihr euch nicht verbrennt. Und wendet es an den Wimpern an. Eine warme Wimpernzange funktioniert viel besser. Sogar die Schlüsselbeine müssen leuchten, wenn ihr ein Date habt. Tragt Vaseline auf eure Schlüsselbeine auf und bestreut sie mit Make-up-Glitzer. Wow, dieser Effekt ist unglaublich! Meine Schlüsselbeine funkeln so schön! Und jetzt brauchst du Make-up! Malt deine Krone unter die Augenbraue und verwendet dafür Lidschatten. Trag glitzernden Lidschatten auf die Augenlider auf. Ich freue mich schon riesig. Meine Strumpfhose rutscht immer runter. Was kann ich da machen? Ein Brunnen hilft. Zieht Strumpfhosen mit nassen Händen hoch und es ist viel bequemer. Bleistifte sind nicht nur zum Zeichnen geeignet. Rosi kennt einen Trick, mit dem ihr Körperkunst schaffen könnt. Legt die Buntstifte eine Minute ins Wasser. Nachdem sie weich geworden sind, können wir mit ihnen auf unseren Körper zeichnen. Rosi färbt ihre Hand mit einem normalen Buntstift. Das ist ein schnelles und schönes Henna-Tattoo. Kann man auch damit Make-up machen? Komm, wir probieren es aus. Zeichnet einen Farbübergang unter der Augenbraue und auf das Unterlid. Dieses Make-up sieht aus wie ein Regenbogen. Lipgloss ist nicht nur für die Lippen geeignet. Tragt es auf das Oberlid auf, um einen strahlenden Effekt zu erzielen. Und eine Rose auf den Lippen rundet den Look ab.
Verwendet Wimpernkleber, um dekorative Blumen auf die Lippe zu kleben. Ich bin bereit für ein knalliges Fotoshooting. Diese Blumenküsse sind für euch. Wie fandet ihr unsere Beauty Hacks? Schreibt uns, welche Schönheitsgeheimnisse ihr kennt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.